Ganz Amerika und die Welt reden nach wie vor über die Megascheidung zwischen Microsoft-Gründer Bill Gates und seiner Frau Melinda nach 27 Ehejahren. Jetzt wurde bekannt, dass möglicherweise seine Frau Melinda zur reichsten Frau der Erde werden könnte. Der Grund dafür, das Vermögen von Bill Gates wird auf insgesamt 140 Milliarden Dollar geschätzt. Laut den Gesetzen im US-Bundesstaat Washington würde Melinda Gates die Hälfte dieses Vermögens zustehen, denn es gibt keinen Ehevertrag. Das wurde bereits ausrecherchiert. Das würde bedeuten, dass Melinda Gates 70 Milliarden Dollar reich werden könnte. Sie liegt damit vor der derzeit reichsten Frau der Welt, die Walmart-Erbin Alice Walton. Die kommt auf 66 Milliarden Dollar. Dann dahinter folgt Mackenzie Scott, die ehemalige Frau von Jeff Bezos, die ebenfalls mehr als 40 Milliarden Dollar damals kassiert hat von ihrem ehemaligen Ehemann. Dieser Aktienbesitz ist heute sogar noch mehr wert. Melinda Gates hat sich jetzt von der Öffentlichkeit völlig zurückgezogen aufgrund des Mediensturms, der hier in Amerika tobt. Sie hat sogar eine gesamte Insel gemietet in der Karibik, und zwar in Grenada. Die Insel heißt Calvini Island und kostet 132.000 Dollar pro Tag. Natürlich, Melinda Gates kann sich das leisten. Sie hat sich dort praktisch abgeschirmt von der Öffentlichkeit mit ihren Kindern und vielen Freunden und wartet jetzt dort auf den Ausgang der ersten Verhandlungen bezüglich der Trennung.